Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich sehe schrecklich aus. Koffer habe ich noch nicht ausgepackt. Ich bin seit einem Tag zurück und ich habe gestern wirklich den ganzen Tag nur gelegen, TikToks bearbeitet und eigentlich gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich zum Sport und so, aber ich konnte mich einfach nicht motivieren. Aber heute ist Sonntag und heute wird es auf jeden Fall anders. Ich werde mir jetzt einen Shake machen. Und Leute, schreibt mir das hier auch unbedingt in die Kommentare. Ich habe nämlich gestern auch auf Instagram eine Umfrage gemacht. Hafermilch. Wie lange ist die, wenn man die öffnet, im Kühlschrank haltbar? Weil die war gestern schon 11 Tage alt. Ich habe gegoogelt, 12 bis 14 Tage ist die im Kühlschrank immer haltbar. Habe ich halt eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ich muss mal kurz gucken, was dabei rauskam. Aber am Anfang, wo ich geguckt habe, war so 50-50 prozentual. Deswegen, ich gucke mal jetzt. 215 Leute sagen safe. 259 schreiben, weiß ich nicht. Aber ich habe die halt gestern dann noch getrunken. Also ich habe einen Shake damit gemacht, wo die 11 Tage alt war. Und der Shake war lecker. Oh! Und die Milch ist jetzt weg. Junge, ich hasse den manchmal, ne? Nichts passiert. So, jetzt ist die Milch 12 Tage alt und ich werde mir trotzdem wieder einen Shake machen. Und zwar habe ich gestern diesen Zimtshake das erste Mal ausprobiert. Und der ist so lecker, Leute. Wirklich unfassbar lecker. Ich will immer noch eine Kooperation mit denen, aber die ignorieren mich einfach. Nein, keine Ahnung, die sehen das wahrscheinlich einfach nicht. Schade. Oh, Misu. Oh, der Arme, der hat da kein Wasser. Und sitzt vor dem Wassernapf. Oh, ja. Ich mach dir jetzt was rein. Und meine Schwester hat mir Sachen bei Shein ausgesucht. Das heißt, bald wird ein Video kommen, wo sie Outfits für mich, Herbstoutfits rausgesucht hat. Es ist auch ein sehr großes Paket. Also, ich würde sogar reingucken. Ich versuche auch, dass wir das jetzt in den nächsten Tagen sofort abdrehen. Vielleicht schon heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Mal gucken. Ich bin super gespannt, was sie mir da ausgesucht hat. Ah, und es folgen jetzt eigentlich richtig coole Videos mit meiner Schwester. Das habt ihr euch ja gewünscht. Einmal das Shein-Video, aber ich glaube, sie wird sich nicht vor die Kamera setzen, sondern eher hinter die Kamera. Dann steht eventuell eine kleine Veränderung an. Und dann noch ein richtig cooler Vlog mit ihr. Also... Und meine Schwester meinte sogar, dass sie sich im Fitnessstudio anmelden will. Wir haben einfach mittlerweile schon 4:30 und ich habe immer noch nichts gefühlt gemacht, außer halt Video geschnitten und Fotos bearbeitet. Jetzt frühstücke ich erstmal und dann mal gucken, ob ich mich gerafft bekomme, zum Sport zu gehen, aber erstmal was essen. So Leute, ich habe einen Eiskaffee gemacht. Sehr lange nicht mehr gemacht. Sonst habe ich irgendwie nur gekammelt heute. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Pfeife. Probier jetzt, ich will wissen, was du sagst. So. Aber ich habe noch keinen Zucker reingemacht, ne? Weil... Ja, alles gut. Okay. Wir probieren es erstmal ohne Zucker. Ja. Ja. Mmh. Mmh, lecker, lecker. Hallo, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Wir haben nur noch 2 Köpfe geraucht. Und dann bin ich auch schlafen gegangen. Und ich habe jetzt einfach 11 Stunden geschlafen. Wohin mit mir? Ja, aber das hat auch echt gut getan, muss man dazu sagen. Jetzt hole ich meine Schwester vom Bahnhof ab. Ich muss sowieso noch zur Packstation ein Paket abholen. Deswegen passt das. Oh, mir fällt gerade ein. Das darf ich ja nicht vergessen. Ich hatte im Urlaub alle meine Karten rausgeholt. Deswegen muss ich die Dingskarte, Packstation-Karte wieder rausholen. Kurz. Ja, mein Koffer habe ich immer noch nicht ausgepackt. Oh, ich bin 2 Tage, ist aber noch voll legitim. Ja, dumm halt. Hol wie gesagt jetzt meine Sis ab. Ich muss eigentlich pumpen, mein Permonee. Oh Leute, ich dachte eigentlich, ich hätte voll im Urlaub zugenommen, aber habe ich nicht. Ah, und ich habe auch eben einen Kommentar bekommen. Von wegen... Moment. Moment! Und trinke jetzt dieses Y-Food. Ich nehme es kurz mit. Ich nehme die Kamera kurz mit, Leute. Misha, geh weg. Wie ich aussehe, Alter. Vor allem, meine Schwester kommt. Wir wollen eigentlich Video drehen. Wie sehe ich aus? Schade. Aber ich mache mich jetzt gleich schnell fertig. Es dauert nicht lange. Schnell Haare, trocken Shampoo und so reinklatschen. Schnell schminken, 20 Minuten. Banz. Fertig. So, ich habe Kerstin jetzt abgeholt. Hallöchen. Rocky ist auch mit am Start. Rocky kann nicht Hallo sagen. Der sieht voll süß aus. Der hat voll die süße Jacke an. Kannst du mal ganz kurz zeigen? Ja. Komm her, mein Schatz. Richtig süß, ey. Ja.
Kennst du dieses Y-Food? Ja, aber noch nie getrunken. Ja, ich auch nicht. Also doch, letztens habe ich kurz bei Marilena eine andere Sorte probiert. Okay. Bin ich gespannt. Bin voll ready für Videos drehen. Oh. Hab ich irgendwie nicht so ganz gebacken bekommen. Das ist eine Hose. Ja, was denn? Normale Hose. Der Deckel ist irgendwie sehr spitz. Ja, das sieht man. Kann man sich irgendwie gefühlt dran schneiden. Schmeckt jetzt nicht so krass. Wie viele Kalorien hat der Spaß? 500! Jo! 500 Kalorien hat das! What the fuck? Also diese Sorte würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Leute, wir haben das Video auf jeden Fall fertig gedreht. Oh, sie hat einen Nasenkontakt. Und ja, Rocky ist immer noch sehr ängstlich. Misha und Mochi haben den komplett akzeptiert, by the way. Ja, Rocky fängt immer von null an. Ja. Auf jeden Fall fahre ich jetzt Kerstin schnell nach Hause. Und ich hole mir dann auch schnell eine Pizza. Weil ich habe echt Hunger. Ich habe heute nichts Wirkliches gegessen. Außer einen Pudding. Also einen kleinen Alpro-Pudding mit 90 Kalorien. Und dieses Y-Food da, was ich probiert habe. Das war's. Deswegen hole ich mir schnell eine Pizza. Ding, 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 ding. Mir hat irgendwer in die Kommentare geschrieben, dass ich voll das Pick-Me-Girl bin. Bisschen. Findest du? Manchmal. Was? Warum? Es gibt schon so Momente, da bist du ein bisschen. Ich hab so ein bisschen ADHS-Probleme manchmal. Ja, so meine 5 Minuten. Aber nicht Pick Me. Also ich habe jetzt noch nichts Extremes Pick Me. Die meinte. Warte mal, wo ist mein Permonet? Die meinte an einer Stelle, wo ich mich so gegen die Wand geschmissen habe und so, oh mein Gott, gesagt habe. Und ich war so, hä? Nehme ich nicht so ganz. Warum findest du denn, dass ich Pick Me bin? Ja, sicherlich Pick Me. Manchmal bist du schon so ein bisschen aufmerksamkeitsgeil. Ja. Das auf jeden Fall. Das bestreite ich auch nicht. Okay. Das bestreite ich nicht. Leute, ich hasse das, wenn ich was suche und es nicht finde und ich weiß, wo ich ansetzen soll. Ach, hier. Misha, du hast es versteckt. Was soll der Driss? Misha wollte nicht, dass du liest. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme meine Kamera dabei nicht mit. Tschüss. Hallo, Leute. Und zwar bin ich ja beim Sport gewesen. Mit Vika. Jetzt bin ich bei ihr. Jetzt probiere ich hier so eine Boots an. Boah, die sieht aber klein aus. Ja, das sieht nur so aus. Wir waren auf jeden Fall fleißig. Ob sie da reinpasst? Wieso sieht mein Oberkörper so größer aus als deiner? Mach mal deinen Oberteil hoch. Hä? Was meinst du? Mein Unterkörper meine ich, als ob du höher bist. Ich denke, hä? Die macht Unterkörper und sagt Oberkörper. Sind meine Beine länger als deine? Oder liegt das an deinen Schuhen? Ja, die Schuhe sind ein bisschen höher. Nee, eigentlich nicht. Doch, mein Oberkörper ist ein bisschen länger. Wenn die so wäre, würde das gleich sein. Ne? Krass, Alter. Obwohl ich sogar 1 Zentimeter kleiner bin als du. Ich muss erstmal meine Achseln waschen. Hä? Ab Post. Hä? Ich bin in irgendwas Nasses getreten. Ich hasse das. So, da bin ich wieder. Also erstmal ziehe ich die Boots an, weil das seht ihr ja nicht. Ich kann die ja auch. So, trotzdem Camel Toe. Was ist Camel Toe? Ja, diese Mumie. Achso, ja, wenn du zu hoch ziehst. Ich hasse das. Ja, aber muss ich ja. Ich müsste eigentlich noch höher ziehen. Nee, bei mir ist das auch noch ein bisschen hier. Nee, aber ich merke das, dass es hier oben noch nicht so 100%. Ja, man muss es. Au! Mehr hoch geht nicht. Au! Du knallst mich, Alter! Sorry. Okay, Leute, dafür mein Oberteil muss ich kurz Tschüss machen. Also, Leute, auch selbst das Oberteil passt auch. Ja, also kann man tragen. Kennt ihr diese Firma? Schreibt mir mal in die Kommentare. So, wir machen jetzt diese Essen. Mein Kind. Das ist süß. Das liebe ich auch bei HelloFresh. Auf jeden Fall, Vika hat jetzt auch HelloFresh für sich entdeckt. Ich finde das ja auch schon seit Jahren. Ich habe ihr dieses Gericht hier empfohlen. Das ist unnormal lecker. Ich bin echt gespannt. Das machen wir jetzt. Irgendwie habe ich gar nicht gewusst, dass da Radieschen drin waren. Krass, steht da. Vielleicht haben die Rezeptur ein bisschen geändert. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall machen wir das jetzt und ja, dann essen wir. Man musste die Gurke so in Halbmonde schneiden. Okay, ich will mich erstmal umbringen hier. Man musste so den Inhalt rausholen. Ich habe Vika gesagt, diesmal schmeißen wir den Inhalt nicht weg. Ich esse den, weil das ist zu schade. Das erinnert mich irgendwie an meinen Saftkursaft. Vor allen Dingen aber nicht den originalen, weil der einfach verdammt teuer ist. Ich verstehe aber nicht die Logik von dem Ding. Also wirklich nicht. Ich verstehe. Du kannst halt nicht jede Menge gleichzeitig machen. Beziehungsweise, du kannst halt gleichzeitig machen oder zum Beispiel zerkleinern oder solche Sachen. Du kannst damit backen, du kannst damit Teig machen. Also alles, was du normalerweise einzelne Sachen verkaufst. Mhm. Einzelne Geräte. Da hast du alles in einem. Weißt du? Und dann brauchst du manchmal nur einen Teil sauber zu machen, nur nicht 5 Sachen sauber zu machen. Okay. Also ich kann zum Beispiel unten Kartoffeln machen mit oben Fleisch direkt. Oder ich kann Kartoffeln und Gemüse zum Beispiel gleichzeitig dampfen und habe schon mal nur einen Teil zum sauber machen. Obwohl ich dann 2 Töpfe dafür brauche.
Okay. Also das ist halt so. Benutzt du das überhaupt noch? Ja. Also ich brate damit immer. Weil das gefällt mir immer noch mehr als da so drin. Okay. Weiß ich nicht. Das ist mir nicht ganz koscher. Wann kriegst du mal deine Lieferung von HelloFresh? Genau, immer fürs Wochenende. No, falls falsch. Oh! Das war gefährlich. Das passt nicht. Ich habe auch den kleinsten Löffel aller Zeiten ausgesucht, ey. Warum nimmst du dir auch einen Babylöffel? Weißt du, Die Gewürzmischung ist echt geil. Das wird so lecker. Und zwar war das dann so. Wir waren fast fertig mit den Outfits und wir haben das halt in dem Zimmer gedreht, also da ist ja auch mein Arbeitsbereich. War hier fast fertig und ich guck so raus und ich so, habe ich jetzt die ganze Zeit meine ganzen Nachbarn nackt gesehen oder was? Und die so, es gibt immer diesen einen nackten Nachbarn und wenn du keinen hast, bist du's. Ja. Ich so, scheiße, ich bin... Was machst du da? Talent. Heute ist sie so witzig runtergeflogen vom Gymnastikball. Au! Ich hab grad fast mein Piercing rausgezogen. Au, das tut so weh. Das ist immer noch nicht abgeheilt, die Scheiße. Auf jeden Fall, die ist so witzig heute runtergefallen vom Gymnastikball. Die macht so eine Übung. Ich hätte das einfach filmen müssen. Die hatte so eine Übung gemacht. Die war da so und dann so. Und dann auf einmal die so. Einfach so runtergeflogen. Das war so geil. Ja, also heute ist irgendwie Sprachprobleme, motorische Probleme, alles Probleme. Ja, auf jeden Fall fand ich das mal witzig, weil sie so meinte, wenn du keinen hast, dann bist du. Ja, und ich bin safe, Alter. Ich auch. Sowas von. Ich laufe immer nackt durch die ganze Bude. Kannst mal aufhören, kannst du jetzt die Fenster zumachen oder so? Ich so, ach, die kenn ich doch eh schon. Ja, ich schwöre. Geil, Alter. Ja, geil. Da sind aber auch ein paar Kartoffeln da hinten. Echt jetzt? Egal, das wird schon reichen. Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, seid ihr der nackte Nachbar oder habt ihr einen nackten Nachbarn? Ich habe irgendwie das Essen nicht mehr fertig gezeigt in der Kamera. Ich blende es euch ein, genau. Schade. Wir waren so ungeduldig. Ja, es war aber so lecker. Ja, jetzt haben wir hier schon die zwei Pfeifen vorbereitet. Vor allen Dingen, die Pfeife sieht einfach voll groß aus, obwohl die Pfeife auch schon voll mini ist. Aber die ist halt einfach mini, mini, mini. Und dann fahre ich auch nach Hause und heute mache ich einen Filmabend zu Hause. Okay. Also der Gas ist leider leer gegangen. Und ich habe keine Gaskartusche mitgenommen, weil ich irgendwie in den Keller umdisponiert habe. Aber warm ja der Föhn. Machst du jetzt jede einzeln? Ja, dann mach du das. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, eigentlich einfach drauf. Einfach rein da. Psch. Ah, so. Ja, aber die ganzen Funken anders hin. Aber mach mal einfach. Versuchen wir mal. Ja, ich brenne die Küche. Nein. Ist das gut? Guck, da wird der Feuer entfacht. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Hallo, Leute. Ich glaube, ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Ich wollte, dass sie ruhig ist. Was? Ich wollte, dass sie ruhig ist und sie so... Wann ist das mittlerweile da mit ihren Hundis? Wir gehen jetzt gleich auf jeden Fall was... erledigen. Genau. Wir haben irgendwie schon 18 Uhr, mir kommt das irgendwie gar nicht so vor. Kann man so dumm sein. Auch letztens, das war so witzig. Kennst du, wenn Katzen so hochspringen, wenn da eine Fliege ist? Oh ja. Und der ist so hochgesprungen und hat so mäßig nicht so Salto gemacht, aber so kurz so gedreht mäßig. Und beim Runterfallen, also wirklich nur kurz hochgesprungen, gedreht, runtergefallen und nicht auf allen Vieren gelandet. Das sah so witzig aus. Ich habe mich so besickt und ich dachte mir so, fuck, wieso habe ich das nicht aufgenommen, weil das so hässlich aussah. Einfach nur so ein bisschen, wirklich... bisschen hochgesprungen und dann batsch, direkt reingefallen. Aber er kann es halt einfach nicht. Und dann auch noch so tollpatschig dabei, dass er nicht mal, wenn er selber nur einen kleinen Sprung macht, auf den allen Vieren landet. Nein. Aber Sheila hat das, wenn die manchmal die Küche hoch will, dann springt die so gegen das Regal. Okay, aber die ist auch schon ein bisschen älter. Ja. Danach machen wir auf jeden Fall, du nicht, ne? Achso, Nägel? Nee. Ja, aber ich mache mir auf jeden Fall die Nägel.
Ich rauche entspannt Pfeife daneben. Wie lange habe ich die Nägel jetzt eigentlich mittlerweile schon? Bestimmt wieder 3 Wochen mindestens. Du hast dann gemacht, wo ich auch gemacht habe, ne? Ja. Oh krass, wann habe ich meine Nägel? Und mir ist auf jeden Fall keine abgebrochen. Also ich habe ein paar so Dingsprobleme. Also das löst sich hinten. Das tut weh. Oh. Aber ist nichts abgebrochen. Also Leute, ich bin auf jeden Fall sehr weit mit meinen Nägeln gekommen. Wie Sie sehen. Wieso fokussiert nicht? Aha. Also ich habe alles abgefräst. Fast alles. Rest feile ich runter. Und ich habe hier gar nichts gemacht. weil morgen wollte ich sowieso zu Vanessa fahren. Eigentlich wollten wir Fotos machen, aber draußen ist das Wetter halt Schrott. Und deswegen machen wir morgen dann unsere Nägel zusammen. Weil heute irgendwie kein Bock. Deswegen gehen wir jetzt in die Shisha-Bar. Das ist mein Outfit of the day. Also ja, ich lasse das auch an. Nur natürlich andere Schuhe. Auch wenn diese Schuhe sehr schön werden in der Shisha-Bar. Aber ja, und Vanessa hat auch ein Pyjama an, weil juckt. Aber Misha und Mia haben gerade richtig süß gespielt. Es war so süß. Wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Backwaren, die wir mitnehmen werden. Die haben wir eben im Aldi gekauft. Wir haben auch vegane Franzbrötchen geholt. Voll geil. Hier ist MSG mit. Donut und so ein Nuss. Weiß ich nicht. Jetzt Pyjama-Zeit. Ja, Zahnseide. Ja. Hast du das gerade mitgefilmt, was du gehört ja, hast? Ja, aber kann ich nicht rausschneiden. Muss ich rausschneiden. kann ich nicht rausschneiden, muss ich rausschneiden. Micha geht auch mit. Micha denkt, dass du, wenn sie zwei nicht kommen will. Ja, wir gehen jetzt nachher in die Shisha-Bar. Tschüss. Ich habe gerade endlich die zweite Schicht von dem Tisch aufgetragen, nach, keine Ahnung, 2 Monaten oder so. Also sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Habe ich da irgendwie eins vergessen? Oder ist das gerade wegen dem Licht so komisch? Also sieht jetzt auf jeden Fall viel besser aus, aber ich glaube sogar, dass ich noch eine Schicht machen könnte. Wobei es sieht schon echt gut aus. Das bringe ich jetzt noch in den Keller. Hier habe ich trotzdem soweit schon aufgeräumt. Ich habe es hier so ein bisschen verändert. So diese Dinger hier reingetan. Die hat mir Vanessa mal geschenkt, weil sie die nicht mehr brauchte. Hier habe ich auf jeden Fall aufgeräumt. Hier habe ich auch diese Dinger reingepackt. Ja. Und ja. Mehr habe ich irgendwie nicht so ganz gemacht. Und eine Ladung Wäsche. So, bin bei Vanessa angekommen und wir haben jetzt auf jeden Fall was zu essen bestellt. Gestern habe ich tatsächlich nicht mehr gefilmt. Ich war noch bei Vanessa. Doch, da habe ich wohl gefilmt. Nägel gemacht. You know. Hier den Daumen habe ich ein bisschen anders gemacht, aber ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit meinen Nägeln. Also sie sind schön. Aber irgendwie bin ich nicht so zufrieden. Und das hier Ringfinger abstrakte Kunst einfach, okay. Ja, auf jeden Fall, Kerstin zieht morgen offiziell bei mir ein. Also die restlichen Sachen kommen rüber. Und deswegen muss ich alles so ein bisschen vorbereiten. Das ist ja ihr Zimmer und so kann sie natürlich nicht einziehen. Deswegen sortiere ich hier alles aus, räume die ganzen Schubladen leer. Ich gucke währenddessen ein Video von Leroy. Und genau, muss mich jetzt hier mal dran setzen und das alles machen. Ja, als erstes wird meine Schminke aussortiert. Ich schmeiße ganz viel weg, weil ich brauche so viel davon nicht mehr. Ich mache immer dasselbe Make-up. Deswegen werde ich sehr, sehr viel aussortieren. Weil das meiste Make-up, was ich habe, schon so alt auch ist. Und Cremes und so, die schon mega alt sind, die man sowieso nicht mehr benutzen kann. Deswegen, ja, werde ich das jetzt einmal machen. Micha. Micha. Das ist aber die ganze Zeit dieser Royal Donuts Tüte. Einfach so richtig stur. Wir haben eben Donuts gegessen. Mit meinen Schwestern. Rocky ist mittlerweile auch da. Das Ding ist, Rocky hat halt unnormal Schiss vor den beiden. Also er ist not amused, aber er wird sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Mochi, obwohl er eigentlich Hunde hasst, hat mittlerweile Rocky komplett akzeptiert. Misha sowieso, den juckt eh nichts. Kerstin bringt gerade die ganzen Sachen hoch, weil ich wollte die hier introducen. Glas! Wo ist mein Autoschlüssel? Rocky, du wohnst jetzt hier! Du wohnst jetzt einfach hier! Rocky, so, ich hab gar keinen Bock. Voll komisch, ich habe jetzt 2 neue Mitbewohner. Aber ich finde es auch voll cool, sobald Rocky sich an Mochi gewöhnt hat und keine Angst mehr hat, dann wird es richtig cool sein, weil dann können die richtige Friends werden und voll viel zusammen spielen und dann ist auch Mochi wieder mehr ausgelastet. Weil ich finde auch sowieso Hund-Katzen-Kombination voll sweet. Hallo. Misha. Irgendwie nicht so ganz Misha. Ich tue die beiden mal so lange ins Bad. Hallo, du wohnst jetzt hier? Ich wohne jetzt hier. Rocky! Weil Rocky passt auch gut echt zur Einrichtung. Also alle Tiere passen gut zur Einrichtung. Rocky, Bucky, Bucky! Hundesachen? Bist du im Lauf? Hallo!
Hallo. Leute, ich sehe gerade ein bisschen Katastrophe, weil ich ein bisschen hier gerieben habe und so. Ich muss irgendwie in 50 Minuten oder so losfahren. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich gehe Escape Room und danach feiern. Die Wohnung sieht eigentlich ganz gut aus. Guck mal, auch hier so sieht voll fresh aus. Ich muss ein bisschen sauber Staub wischen und so, ne? Ja. Die ganzen Schubladen sind jetzt auf jeden Fall leer. Kannst du auch mal zeigen? Erika fleißig. Mir alles schön, die lasse ich zu. Mir alles schön freigeräumt. Jetzt muss ich mich ganz schnell fertig machen, Haare machen, Make-up, Outfit. Und dann muss ich auch schon los und Kerstin ist jetzt dann im nächsten Gang. Ja, ich kümmere mich um das Chaos hier. Der Rest ist eigentlich relativ. Okay, mein Zimmer nicht, aber der Rest ist eigentlich relativ ordentlich, muss man sagen, oder? Ja. Das Zimmer ist auch ordentlich, wenn du morgen zurückkommst. Ja? Hoffentlich. Ich hoffe. Also der Umzug ist eigentlich fertig. Ja, alles ist hier, ich muss nur noch alles einräumen. Genau. Der Umzug ist nicht ganz fertig, da habe ich geflunkert. Und zwar muss ich auf jeden Fall, also wir werden safe noch zu Ikea fahren. Ich werde dann Böden für meinen Kleiderschrank holen. Also es werden sich noch ein paar Sachen verändern. Aber so an sich... Okay, tschüss. Okay, tschüss. Ich bin jetzt fertig und ich muss jetzt los. Geht's feiern. Tschüss. So, ich war ja gestern feiern. Ich bin ein bisschen tot, meine motorischen Fähigkeiten sind komplett eingeschränkt. Ich gönne mir jetzt noch diese Donuts. Oh mein Gott. Lecker. Ja. Also Leute, ich habe es immer noch nicht geschafft, mein Leben zu sortieren. Aber Kerstin hat es geschafft. So sieht es hier aus. Richtig sweet. Ja, die Decke kommt noch weg. Hier ist auch alles ordentlich. Ich gehe jetzt in die Therme. Meine Sachen sind schon gepackt. Kerstin verweilt hier. Ja. Übrigens, wir melden uns morgen bei Fitix an. Also nicht wir, sondern Kerstin. Hallo. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was hier los ist. Meine Haut ist irgendwie lost at the moment. Ich wollte die erste Nacht zu Hause geschlafen. Also Kerstin hier ist. Und wir haben beide bis eben geschlafen, also bis 13 Uhr. Kerstin war gerade Gassi. Heute ist wirklich der Startschuss für ein geordneteres Leben. Ich werde auf jeden Fall jetzt mein Schlafzimmer in den Griff bekommen. Hier ist ja immer noch alles an sich ordentlich. Wäsche muss ich halt noch abhängen. Genau. Aber Schlafzimmer muss ich halt unbedingt aufräumen, dann hier halt überall Boden putzen und so weiter und so fort. Wenn das erledigt ist, dann gehe ich zum Sport. Ah, ich war gestern bei Chicaftan und habe mir noch was für zu Hause mitgenommen. Beste Leben. Ich kann mich da sowas von reinlegen. Also hier kann man schön reingehen. Die ganzen Sachen aufgehangen. Die Pfeife steht jetzt mittlerweile auch oben, weil die stand ja auch immer im Arbeitszimmer. Also Leute, ich beende an der Stelle den Vlog, weil wir fahren gleich zum Ikea nach Holland und da fängt ein bisschen ein neuer Vlog an. Deswegen hoffe ich natürlich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss.